Okay, Leute, es geht weiter. Mit den Dimension, die Anstalt. Oh, ein Schlagstock. Okay. Das heißt also, das kommt gleich ein Gegner, den ich gleich verprügeln muss. Das wäre jetzt die logische Schlussfolgerung aus diesem einen. Ist eine Mappe, eine Map. Okay, nehmen wir. Leute, erinnert das irgendwie nicht an Silent Hill? Ich habe bisher nur Let's Plays gesehen, noch nie ein Silent Hill Teil gezockt. Aber es gibt ein Silent Hill für Nintendo DS. Den habe ich mir auch runtergeladen. Und den werde ich auch noch spielen. Keine Sorge, den werde ich auch noch spielen. Hey, Windows! Hoho. Was ist dieses creepy Geräusch? Was bist du für eine Miske? Wie kann ich mich beruhigen oder so? Warte mal, das ist ein Nintendo-Spiel. Da kann man hier nicht schnell sterben, weil es ist Nintendo, hallo? Nintendo ist für Mario, andere Kuschelspiele bekannt. Und Kirby und alles Mögliche. Wenn sie jetzt ein Spiel entwickeln würden, wo man schnell sterben würde, würde es keinen Sinn ergeben. Es ist, hallo, Nintendo. Nintendo hat das Spiel hier gemacht. Es wäre etwas merkwürdig, wenn man hier schnell sterben würde. Aber was ich jetzt bisher verstanden habe, ist das mein Leben. Okay. Ich mach mal Licht aus, damit ich auch ein bisschen große Action habe. Was ist dieses Rotlicht? Map? Was sagst du, Map? Ich muss da, oder was? Erstmal da rein. Wo ist dich da? Yay! Ey, ich glaube, ich werde dieses Spiel durchlocken. Ist irgendwas für mich, was irgendwie leuchtet oder so? Anscheinend nicht. Diese Kameraführung ist auch noch so extrem geil. Wer versteht diesen Orgasmus gerade? Okay, es ist kein fucking Monster hier. Wir gehen auf die Männertoilette. Ein Pissoir, yay! Was steht da? Mörder, ich bin ein Mörder. Habe ich mir irgendwie schon gedacht. Wir betrachten mal das Pissoir. Kackbraun. Okay, und da gibt es was? Auch nur eine Toilette. Und wir sind ein Mörder. Okay, aber wieso ist diese Anstalt so behindert? Gute Frage, nächste Frage. Ich glaube, das wird auch noch gar nicht hier beantwortet, warum hier alles das so steht. Was kann man hier in diesem Pissoir-Toiletten-Dingspunkt machen? Kann man hier speichern?
Kann man ja irgendwie speichern oder wird alles ja automatisch gespeichert? Oben. Ach, da. Warte, wo dieses fucking. Da leuchtet was. Ach so, okay. Da kann ich das nicht nehmen. Ich kann das nur nehmen, wenn jetzt ich am Arsch bin. Was ist das für eine Steuerung im Kampf? Ach, naja. Momentan habe ich nicht so den Gruselfaktor, nur bei diesem Fettsack da, die Frau mitgenommen hat. Das war schon gruselig. Okay, und hier. Ähnliche versteckten Botschaften. Cheryl und Jake. Für immer zusammen. Haha. Liebe machen. Sex, yay. Mich, Cassandra ist eine Schlampe, Das steht da meistens auf diesen Mädchentoiletten, ja. Bei Jungs steht immer so, ach, ich hab die geknallt. Ach so, gut gemacht, Playboy, gut gemacht. What the fuck? Kann ich das mir irgendwie mitnehmen? Was gibt es hier jetzt? Warum bin ich jetzt hier eingegangen? Ach komm, da bin ich jetzt extra hier reingekommen, um dieses fucking Monster zu töten. Ah, dieses creepy Geräusch. Hallo, das regt. Bestimmt habe ich jetzt hier gerade irgendwas vergessen oder so. Warte mal. Erstmal alles hier anschauen. Oh, Medizin für mich, aber das kann ich ja nicht mitnehmen. Keine Ahnung wieso. Da unten habe ich ja genügend Platz. Naja, ich kack mal drauf. What the fuck? Das steht doch bestimmt wieder auf. Hat die umgebracht, diese Monster. Ist ja noch jemand da oder was? Nein, ich will noch nicht raus. Ich habe doch gesagt, dass eins davon aufstehen würde. Fucking Monster. Los, kommt! Ich habe einen Schlagstock, damit verprügel ich alle. Mit den Missgeburten der Natur. Okay, die kommen bestimmt nicht von der Natur. Komm! Und du, du willst auch bestimmt ein bisschen von meinen. Ich weiß nicht was. Yay. Ich glaube, ich muss ein bisschen sorgsamer damit umgehen. Wann ich Leben nehme, wann nicht. Wieso ist hier so viel Leben? So viel Heilzeug. Es muss ein Grund. Oder haben die gedacht, dass ich jetzt in den ersten Räumen hier gerade abkratze oder was? Die haben nicht damit gerechnet, dass ein brauner Let's Player hier das macht. Schokoliebe für alle. Naja, irgendwie finde ich hier nichts. Dann verpisse ich mich einfach mal.
Oh, ich bin jetzt auf der anderen Seite. Oder wo bin ich gerade? Ich brauche Map. Map. Wie viele Stockwerke hat diese Missgeburt-Teil hier? Ach, ich hasse solche Spiele. Ich weiß es nicht. Ich kann solche Spiele nicht ab. Stuhlgang. Ich werde sowieso jeden Tag nur 3 Parts aufnehmen. Weil ich denke, dass ich es nicht... Oh, komm. Komm, komm, das schaffe ich. Wieso habe ich das nicht geahnt? Und kommt jetzt... Kommt jetzt irgendwie der ultimative Overkill? What the fuck? Hallo? Wie soll ich gegen Kakerlaken gewinnen? Kann mir ein Schwein das mal erklären? Nein, kann mir keiner. Weil ich ja fucking alleine bin. Das ist eine fucking Anstalt hier. Hey, wie soll ich gegen Käfer gewinnen? Hallo? Oh, dieses Spiel ist krank. Einfach nur crank. Das ist einfach cranke Scheiße. Wir sehen uns im nächsten Part.